Herzlich willkommen. In diesem Slidecast wird Professor Dr. Carsten Lübcke Ihnen etwas zum Thema Barwert erzählen. Ein wichtiges Konzept der Finanzmathematik ist der Barwert. Stellen wir uns vor, es wird Ihnen eine Investition mit folgender Rückzahlung vorgeschlagen. Variante A, Sie erhalten in 10 Jahren 1000 Euro. Zwischendurch erhalten Sie keine Zahlung. Sowas nennt man auch einen Zero Bond. Oder Variante B, eine Zahlung von 500 Euro in 5 Jahren und nochmal 500 Euro in 10 Jahren. Das Problem bei dieser Sache ist, dass die Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Und sobald Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, können sie nicht direkt verglichen werden. Denken Sie dran, wenn es Zinsen gibt, sind 1000 Euro heute nicht dasselbe wie 1000 Euro in einem Jahr. Bei 10% Zinsen entsprechen 1000 Euro heute 1100 Euro in einem Jahr. Das ist das Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Das heißt, um diese beiden Investitionen zu vergleichen, müssen wir die unterschiedlichen Zahlungen zunächst auf einen gemeinsamen Stichtag beziehen und können sie erst dann addieren, vergleichen, saldieren. Da es sich hierbei um mehrere Jahre handelt, wird die exponentielle Verzinsung herangezogen und als Beispiel beträgt der Marktzins 8%. Was ist Variante A heute wert? Wir haben 1000 Euro. Die wir zu 8% Zinsen 10 Jahre abzinsen, weil wir bekommen in 10 Jahren für unsere Investition 1000 Euro und wollen wissen, was ist das heute wert. Wir müssen also abzinsen. 1000 Euro in 10 Jahren ist heute weniger wert. Bei einem Zinssatz von 8% entspricht das heute 463,19 Euro. Was ist bei Variante B? Wir erhalten 500 Euro in 5 Jahren. Wir zinsen also 500 Euro zu dem Marktzins von 8% 5 Jahre ab. Und wir erhalten noch einmal 500 Euro in 10 Jahren. Die müssen wir also 10 Jahre abzinsen, diese 500 Euro. Insgesamt ist die Variante B also 571,89 Euro wert. Bitte beachten Sie, dass wir beide Zahlungen in Variante B zunächst auf einen gemeinsamen Stichtag beziehen und erst dann addieren können. Also 500 Euro werden 5 Jahre abgezinst, das ist die erste Zahlung, und 500 Euro werden 10 Jahre abgezinst, das ist die zweite Zahlung. Danach erst können wir die addieren und erhalten unseren Barwert. Die Formel für den Barwert leitet sich durch einfaches Umstellen aus der Endwertformel ab, wenn wir haben, dass das Endkapital das aufgezinste Anfangskapital ist, also Kn gleich K0 mal 1 plus i hoch n, dann erhält man durch Umstellung nach K0 das K0 Kn durch 1 plus i hoch n ist oder anders geschrieben Kn mal 1 plus i hoch minus n. Dieses Konzept ist universell und kann auf Kooperationsprojekte und Ähnliches übertragen werden. Stellen Sie sich vor, wir haben Projekte mit folgenden Zahlungsströmen. Dabei steht oben, in welchem Jahr die Zahlung erfolgt, also im Jahr 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und darunter steht, wie hoch die jeweiligen Zahlungen sind. In diesem Beispiel erfolgt bei Projekt A zum Zeitpunkt 0 keine Zahlung, also eine Zahlung von 0. Nach einem Jahr erfolgt eine Zahlung von 1000 Euro, nach zwei Jahren erfolgt wieder eine Zahlung von 0 Euro, also keine Zahlung und so weiter. Jede dieser einzelnen Zahlungen wird jetzt entsprechend abgezinst, also 0 Euro durch 1,05 hoch 0, wenn der Zinssatz 5% beträgt, plus 1000 Euro mal 1,05 hoch 1, das ist die Zahlung nach einem Jahr, plus 0 Euro durch 1,05 hoch 2, die Zahlung nach zwei Jahren plus 1000 Euro durch 1,05 hoch 3, das ist die Zahlung nach dem dritten Jahr, plus 0 Euro mal 1,05 hoch 4, die Zahlung nach dem vierten Jahr
plus 1000 Euro geteilt durch 1,05 hoch 5, das ist die Zahlung nach 5 Jahren. In Summe erhalten wir dann, nachdem wir alles auf den heutigen Wert, den Barwert, abgezinst haben, als Gesamtbarwert des Zahlungsstromes 2599,74 Euro. Die gleiche Überlegung können wir für das Projekt B durchführen und können jeweils alle Zahlungen auf den Stichtag heute 0 beziehen und dann addieren und erhalten als Endwert 2625,80 Euro. Da es sich um Einnahmen handelt, sind wir natürlich an möglichst hohen Einnahmen interessiert. Bei Projekt A haben wir einen heutigen Wert von 2599,74 Euro und bei Projekt B haben wir einen heutigen Wert von 2625,80 Euro. Projekt B ist heute also mehr wert als A. Und da wir Einzahlungen haben, also Einnahmen, nehmen wir natürlich das höhere. Wenn Sie Zahlungen haben, also Zahlungsverpflichtungen, sollten Sie eventuell das niedrigere nehmen. Beachten Sie bitte, dass die nominelle Summe, das heißt die Summe ohne Zins und Zinseszinseffekt, in beiden Fällen 3000 Euro beträgt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.